Und er erwähnt hier, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer der Rasawat, nicht in einer der Rasawat, das war gang und gäbe bei ihm, in seinen Rasawat. Er hat immer gewartet, bis die Sonne den Zenit verließ, weil wenn die Sonne im Zenit ist, ist das der, es ist der heißeste, eines der heißesten, oder sogar der heißeste Zeitabschnitt des Tages. Er hat gewartet, bis die Sonne den Zenit verlässt und es ein bisschen kühler wird. Und daraufhin sagte er dann, oh ihr Menschen, wünscht euch nicht das Zusammenstoßen oder das Auftreffen auf den Feind. لا تتمنوا لقاء العدو. Wünscht euch das nicht. Warum soll man sich das nicht wünschen, wenn er doch am Ende sagt, وَالْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. Aus mehreren Gründen. Unter anderem, der Mensch weiß nicht, wie er in hoch riskanten Situationen, wie er dort sein wird. Nicht? Der Mensch weiß nicht, wie er darauf reagieren wird, wie er das ertragen wird. Ihr kennt vielleicht auch den berühmten Hadith, in dem ein Mann, die Sahaba haben sich über ihn gewundert, über sein Verhalten auf dem Feld, wie er gekämpft hat und mit welcher, wie energisch er sich beteiligt hat in dem Kampf. Und sie haben über ihn gesprochen und ihn gelobt und hochgeredet, und daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist im Feuer. Und in der Überlieferung heißt es, einige Menschen extrem schockiert waren. Sie waren extrem schockiert, dass sie wankelmütig geworden sind. Und daraufhin, nachdem das Gefecht wieder in Ruhe gekommen ist, haben sie nach ihm gesucht und sie haben ihn gefunden. Sie haben seine Leiche gefunden. Er hatte sich selbst ein Schwert so in den Boden festgemacht und hat sich darauf geschmissen. Also er hat Selbstmord begangen. Nicht? Er hatte Selbstmord begangen. Er hat das nicht mehr ertragen irgendwann. Wahrscheinlich war er verletzt oder so und hat das nicht ertragen und hat sich selbst umgebracht. Weil der Mensch nicht weiß, wie er mit diesen Situationen umgehen wird. Du kannst von dir denken, was du willst, wenn du in dieser Situation bist, erst dann weißt du, wie du wirklich agieren wirst. Wie du damit umgehen wirst. Schaffst du es, damit umzugehen? Kommst du damit klar oder nicht? Und deswegen sagt er, وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ. Bittet Allah Ta'ala um Afia. Was heißt Afia? Verschonung. Al-Afia heißt Verschonung. Yani, stell dich nicht zu stark an und bitte ihn um alle möglichen Schicksalsschläge, damit dein Lohn steigt. Bitte ihn lieber um Verschonung. Bitte ihn um Verschonung. Deswegen sagte Umar radiallahu anhu, er sagte, La an u'afa fa'ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa'asbir. Dass ich verschont werde und dankbar bin, ist mir lieber, als dass ich geprüft werde und mich gedulden muss. Nicht? Ja, und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam das sehr häufig. Er sagte, als Al-Abbas zu ihm kam, Al-Abbas, sein Onkel, er bat ihn darum, ihm ein Bittgebet beizubringen. Allimni du'an ad'u bihi. Und er sagte, Salillah al-Afiyah. Salillah al-Afwa wal-Afiyah. Bitte Allah um Vergebung und Verschonung. Verschonung im Körper, Verschonung im Vermögen, Verschonung in Bezug der Angehörigen, Verschonung in Bezug auf den Iman. Und dann sagte er sagte, ich will was anderes. Er hat ihn dreimal gefragt. Und er hat ihm jedes Mal das Gleiche gesagt. Salillah al-Afwa wal-Afiyah. Bitte Allah um Al-Af, Vergebung und Verschonung. Und dann sagte der Prophet, als er nochmal versagte, ich will was anderes, er sagte, wer diese zwei, also das ist jetzt nicht wortwörtlich, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, er sagte, wem diese zwei Dinge gewährt werden, dem wurde alles Gute gewährt. Nicht? Wenn dir vergeben wird und du verschont wirst. Verschont wirst vor Prüfungen, verschont wirst vor Heimsuchungen. Nein. Auf jeden Fall, und ebenfalls ein weiterer Grund, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies sagte, la tatamannu liqa al-adu, bittet nicht um
das Auftreffen mit dem Feind, weil man nicht weiß, wie das Ganze ausgehen wird. Jetzt nicht nur für dich als Individuum, sondern für in der Gesamtheit betrachtet. Es kann ja sein, dass die anderen, die Feinde, siegen werden. Der Prophet sagte nämlich, innahum yunsaruna kama tunsarun. Innahum yunsaruna kama tunsarun. Auch sie siegen, wie ihr siegt. Auch wenn das endgültige Versprechen, das endgültige Ereignis ist die Aussage Allah Ta'ala, wa inna jundana lahum al-ghalibun. Und unser Herr wird siegen. Da jedenfalls, das ist ebenfalls ein möglicher Grund, warum er das gesagt hat. Und dann sagt er, wa'lamu anna al-jannata tahta dhilal as-suyuf, der Rest ist